Na, wie ist es? Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, gar nicht. Du, ehrlich gesagt wollte ich dich auch gerade anrufen. Okay. Wie geht's dir? Naja, ich meine, wir beide waren gestern ja vielleicht, soll man sagen, ein bisschen aufgewühlt, ne? Aufgewühlt, ja. Naja, du wegen Anne und ich wegen Hans. Ja, und wir waren betrunken. Naja, betrunken. Also würde man sagen, leicht angeschickert, ha? Huh? Jedenfalls nicht ganz zurechnungsfähig. Ja, wenn dir das hilft. Martin, was haben wir uns nur dabei gedacht? Ja, ich vermute nicht viel, ne? Nein, vermutlich nicht. Sag mal, willst du mit Hans darüber sprechen? Na klar. Nein, natürlich nicht. Was denkst du, der macht dir keine Sorgen. Wirst du Hans wegen mir anquatschen? Ich glaube, ich muss das alles erstmal sacken lassen. Also dann, wir sehen uns? Ja, wir sehen uns. Alles klar. Ach, übrigens, weißt du, wer hier gestern Abend noch eingecheckt ist? Nee, sag's mir. Der Arthur. Ach komm, das ist ja ein dickes Ding. Ja, alles klar. Danke dir für die Info, Susanne. Tschüss. Morgen. Susanne? Ja. Ja, ging's um mich? Nein. Danke. Sie hat mir nur erzählt, dass Arthur gestern im Wilden Kaiser eingecheckt hat. Müsste er sich mit der Anne überworfen? Ich hoffe. Aha. Marie? Hallo. Hi. Ich glaub's ja nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Wow, du siehst toll aus. Danke, aber glaub mir, das kann täuschen. Kann ich ein paar Nächte hier schlafen? Klar, natürlich. Cool. Weiß deine Familie, dass du hier bist? Nein, noch nicht. Danke. Ich zeig dir dein Zimmer. Und später stelle ich dir noch meine kleine Tochter vor, aber die schläft gerade noch. Das ist deine Tochter? Ja, Sophia, sie ist ein Jahr alt. Bist du hier, um Jenny zu sehen? Ja. Ihr hattet nie wieder Kontakt, oder? Wenn du irgendwas frühstücken möchtest, ich mach die Küche gleich auf. Ach, ich werde mich erstmal hinlegen. Bin die ganze Nacht durchgefahren. Also, wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Hm? Wie geht's denn Jenny? Ach, du, ich sehe sie ja nur manchmal mit ihren Freunden am Brunnen, aber naja, sie ist ziemlich groß geworden. Jetzt ruh dich erstmal aus, hm? Was ist jetzt mit dir, mit der Susanne? Endlich Licht am Ende des Tunnels? Naja, sie wollte gestern Abend allein sein, über alles in Ruhe nachdenken. Sie will sich dann melden, hat sie gesagt. Du musst halt einfach ein bisschen Geduld haben. Morgen. Ciao. Geht es auch ein bisschen freundlicher? Hans, komm, lass sie doch. Meine schlechte Laune ist in dem Fall ein gutes Zeichen. Schlechte Laune bedeutet, sie ist auf dem Weg zur Nachhilfe und ist willens, die Matura zu schaffen. Gute Laune bedeutet, wir müssen uns Sorgen machen. Hm? Und wann genau hast du Psychologie studiert? Zwischendurch. Patris, res, quarum unam,
Belge, Inkulund. Inkulund, Belge. Inkulund, Belge, Ayam, Aquitantum. Aquitani. Ich fürchte, junge Dame, wir werden da noch eine Weile dran arbeiten müssen. Ich kapiere es halt einfach nicht und die Sprache ist seit Hunderten von Jahren tot, mausetot. Latein ist nicht die Sprache für den nächsten Urlaub, sondern die Sprache für die Erweiterung unseres Horizonts. Er würde sich übrigens genauso erweitern, wenn ich mit Lena und den Eltern im Sommer zelten darf. Wir haben andere Pläne gemacht, wie du weißt. Du hast andere Pläne gemacht, nicht ich. Ach, Herr Riedel, guten Morgen. Frau Wiesgott. Jenny, könnte ich Sie vielleicht ganz kurz unter vier Augen sprechen? Aber das nicht noch einen Moment Zeit, bis ich drüben bin? Ich muss sowieso los. Heute Abend höre ich dich aber noch mal ab. Verlass dich drauf. Ciao, Oma. Ciao. Ein Wirbelwind. Aber sie hat es in sich, ich weiß es. Irgendwann einmal wird sie die Geschicke der Firma leiten. Also, was gibt's? Also, vorher, wie ich im Geschäft war, das heißt, auf dem Heimweg, unten beim Wilden Kaiser, also, ich glaube, ich hab die Marie gesehen. Nun, da. Werden Sie sich wohl vertan haben. Nein, das war sie. Frau Wiesgott, das war, also Eltern natürlich, aber das war sie. Sie meinen, was will ich hier? Sie denken, es geht wieder nur ums Geld, ja? Ich fürchte es. Aber wenn sie wegen Jenny hier ist, dann... Kann ich irgendwas? Die Tropfen in der Schublade. Jenny! Was ist denn los? Hol die Tropfen für die Oma aus der Schublade. Herr Riedel, solange sie ansprechbar ist, machen Sie sich keine Sorgen. Vermutlich hat sie einfach die Medikamente nicht genommen. Genau. Schauen Sie, dass sie wach bleibt. Ich steige in der Sekunde ins Auto und bin gleich bei Ihnen, ja? Danke. Gefällt mir nicht, 160 zu 100. Ich habe sie halt vergessen, diese Depperten-Tabletten. Die sollten Sie aber nehmen, diese Tabletten. Die helfen Ihnen. Und Ihr Herz braucht Hilfe, zwar nicht viel, aber dafür regelmäßig. Pass auf, dass sie sie nimmt, Dr. Gruber. Du sieh jetzt lieber mal zu, dass du in die Schule kommst, Fräulein. Aber Sie können mir doch einen Attest schreiben, oder? Dass ich unbedingt hierbleiben muss. Ab in die Schule sofort. Ich rufe dann deinen Direktor an und erkläre ihm, warum du zu spät bist. Viel Spaß. Kinder. Frau Wiesgott, nichts Ernstes? Nein. Aber den Termin mit dem Münchner könnte ich trotzdem verschieben. Nein, die sollen schön hier antanzen und erklären, warum ihre Umsätze seit Wochen stagnieren. Frau Wiesgott, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich Sie bitte, dass Sie sich in den nächsten Tagen etwas schonen, ja? Ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich kann mir unnützen Müßiggang lediglich nicht leisten, Dr. Gruber. Aber wer kann das schon? Hallo, Mama. Bring sie jetzt bitte nicht auf. Was soll schon passieren? Ich habe meinen Arzt dabei. Und? Was willst du hier? Ich vermute, das kannst du dir denken, oder? Ja, kann ich. Ich nehme an, du willst Geld. Herr Riedel wird sich darum kümmern. Ich möchte mit Jenny sprechen. Und ich möchte, dass du das weißt, damit wir in Ruhe darüber sprechen können. Da gibt es aber nichts zu besprechen, Marie. Hörst du? Sie kommt bestens ohne dich zurecht. Und dabei wird es auch bleiben. Und jetzt geh bitte. Herrgott, sie ist meine Tochter. Sie ist vielleicht deine Tochter, aber du bist nicht mehr ihre Mutter. Und zwar seit dem Tag, an dem du dich entschieden hast, dein Leben ohne Jenny zu leben. Und du hattest mit der Entscheidung natürlich rein gar nichts zu tun. Ich habe Jenny großgezogen.
Ich bin, wie du weißt, ihr vom Gericht bestellter Vormund. Und ich entscheide, was für sie gut ist und was nicht. Natürlich. Wer sonst? Marie, ich warne dich. Komm bloß nicht auf die Idee, dich Jenny zu nähern. Melden sich, wenn sie sich übernimmt, ja? Martin, du hast übrigens Besuch. Ja, ja. Ich weiß. Morgen, Herr Doktor. Sie haben Besuch. Ich weiß. Hier bin ich noch nie gesessen, glaube ich. Völlig neue Perspektive irgendwie. Ja. Das war echt hart gestern. Ja. Tut mir leid, ich wollte ihn nicht verletzen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich meinen Vater vor die Tür gesetzt habe. Endgültig. Ja, deswegen wohnt er im Wilden Kaiser. Das weißt du schon? Ja. Susanne hat mich heute Morgen angerufen. Ich war gestern danach noch bei ihr und wir haben ein paar Schnäpse getrunken, weil sie erfahren hat, dass Hans mit mir in der Kiste war. Ouch. Ja. Und dann hat sie heute Morgen angerufen und wollte eben wissen, ob ich gestern gut rausgekommen bin. Ja, das ist jetzt egal. Ich wollte dir nur sagen, dass wir jetzt wieder zu zweit auf dem Hof werden, du und ich. Anna, hör zu. Ich glaube, es gibt in jeder Beziehung einen Punkt der letzten Chance. Okay? Bist du dir sicher, dass du deinen Vater aus deinem Privatleben raushalten kannst? Ja oder nein? Ja, das mache ich. Für dich. Das sollst du nicht für mich. Ich will das auch. Für uns. Susanne. Susanne, hi, was gibt's? Okay, gut, ich bin gleich da. Ja, ich komm. Okay, danke, ciao. Bist du jetzt der Seelentröster auf Abruf, oder wie? Ja, einem Gast geht's nicht gut. Da muss ich jetzt hinfahren und mich um diesen Gast kümmern, ist es recht? Es fällt mir jetzt nicht leicht, dir das zu sagen. Aber der Martin und die Susanne. Na, Scheiße. Also nochmal. Weißt du, Anne, gibt da was, worüber wir dringend reden sollten? Dringend. Das ist besser. Und der Kater lässt es mausen nicht. Hör mal. Und hier, hier sind die Nieren, das ist das Nierenlager. Und das spüren sie, ne? Ja? Okay. Das nennt man Klopfschmerzen. Okay. Vielen Dank. Waren Sie in ärztlicher Vorbehandlung? Nein, mir ging es bis gerade eben wirklich gut. Okay, irgendwelche Vorerkrankungen? Ich habe Susanne gesagt, dass ich keinen Arzt brauche. Ja, und Susanne hat mich angerufen und hat gesagt, sie haben sich vor Schmerzen gekrümmt. Insofern ist es gut, dass ich hier bin. Ich würde gerne Blut abnehmen, wenn Sie den Ärmel hochmachen könnten. Sind Sie jemand, der sehr körperlich auf Stress reagiert? Sie meinen wegen gerade eben? Nein.
Früher war ich ein einziges Nervenbündel, aber jetzt... Mir war klar, dass ich nicht mit offenen Armen empfangen werde. Jenny, ist Ihre Tochter, ne? Ja. Und die haben Sie schon lange nicht mehr gesehen, oder was? Wir hatten seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr. Als ich neulich kapiert habe, dass ich sie wiedersehen will, ich habe versucht, ihr einen Brief zu schreiben, aber ich habe keinen Satz aufs Papier gebracht. Aha. Was ist jetzt, piekst du kurz? Es wäre auch feig gewesen. Ich muss mich nämlich nicht nur meiner Tochter stellen. Offensichtlich auch ihre Mutter. Ich werde das Blut im Labor untersuchen lassen und ich bräuchte dann von Ihnen noch eine Urinprobe, um eine eventuelle Nierenproblematik auszuschließen. Und ich würde dann gerne in der Praxis noch einen Ultraschall von Ihrer Niere machen. Mir geht's gut, wirklich. Ich bin K.O. wegen der Fahrt und... Ja, Sie haben vermutlich recht, mir geht das Ganze doch ein bisschen nah. Aber das ist auch schon alles. Und dann mal drücken, bitte. Und Jenny, ist die auch Patientin bei Ihnen? Ja. Hat sie irgendwann mal von mir gesprochen? Nein. Warum sollte sie auch? Ja, es war so eine typische Geschichte halt. Ein Traditionsunternehmen, Familienbesitz und das eine Kind, was einmal alles erbt. Aber Marie Wieskott hat ihre eigenen Pläne, oder wie? Ja, sie war total anders als ihre Mutter. Offener, verrückter. Okay. Wir waren auf der Schule zusammen in der Theater-AG. Was? Du warst in der Theater-AG? Ja. Ist ja süß. Wir beide sind gut miteinander? Klar. Fein. Hans hat Sehnsucht. Er wartet auf ein Zeichen. Ja, ich versuch grad noch, mir klar zu werden über alles. Mach das. So, dann halt mal ohne Kuss, ne? Oh, Frau Dreiseitel. Dr. Gruber. Meine Verehrung. Weißt du, Anne, wir müssen dringend reden. Reden? Weißt du, wir haben so viel geredet in letzter Zeit und es hat überhaupt nichts gebracht. Und jetzt entschuldigst mich, ich muss arbeiten auf meinem Beruf. Ich habe alle Zeit der Welt, Tochterherz. Fünf Minuten und dann bin ich weg. Zwei Minuten und du bist verschwunden. Also gut, ich wollte es dir zwar schon dabei bringen, aber gut, der Martin betrügt dich. Der hat eine Affäre, und zwar mit der Susanne. Sag mal, du glaubst doch nicht, dass du mit den Geschichten irgendwo hinkommst, hä? Ich hab's dir gestern gesagt und ich sag's dir jetzt nochmal, halt dich raus aus meinem Leben. Richtig, das hast du mir gesagt. Und dann hast du mich vor die Tür gesetzt und dann bin ich zum Gasthof. Und dann habe ich die beiden gesehen und das war eindeutig. Du brauchst es mir ja nicht glauben. Die verbleibende Minute, die schenke ich da. Alexander, was gibt's? Martin, mein einziger Freund. Gerade sind die Laborergebnisse deiner Patientin Marie Wieskott hereingekommen. Okay. Und? Sagen wir mal so, die gute Nachricht ist, du hattest wie immer den richtigen Riecher. Und die schlechte? Extrem ungünstig. Es ist viel schlimmer, als du denkst. Gut, danke, Alexander. Ciao. Ja, und hier auch weg.
Praxis Dr. Gruber, Bornholm Apparat. Was kann ich für Sie tun? Frau Meierling. Nein, er ist gerade raus. Er ist sofort Reiseitel gefahren. Also genau genommen zu einer Patientin, die dort wohnt. Gut, darfst dreimal raten, wo sie ist. Ein super Schmerzmittel. Wunderbar. Jenny? Hallo. Entschuldigung, aber kennen wir uns? Ja. Nein. Mit Ihnen ist aber schon alles in Ordnung, oder? Ja. Oh Mann, es gibt vermutlich sowieso keinen richtigen Weg, es dir zu sagen. Ich bin Marie. Marie Wiesgott. Deine Mutter. Aber meine Mutter, die lebt doch in Spanien. Sie wird niemals für dich auftauchen, hat die Oma gesagt. Ich will nur mit dir reden. Mehr nicht. Ich wohne im Gasthaus zum Wilden Kaiser. Und wenn du in den nächsten Tagen mal Zeit hast. Die Raffung am Ärmel etwas kürzer, bitte. 1 Zentimeter. Wir werden sehen, was das für einen Unterschied macht. Die Schatten vom Faltenwurf wirken komplett anders. Ja, solange sich die Schatten vom Faltenwurf gut verkaufen, bin ich hellauf begeistert. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Die Mama, sie stand eben vor mir. Sie ist hier. Ich weiß, gleich, Schatz, ich weiß. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Oh Gott, mir ist schlecht. Frau Wiesbach, hallo. Hallo. Na, haben Sie Ihre Tochter gesehen? Ja. Wie hat sie reagiert? Sie ist weggerannt, was ja auch nicht verwunderlich ist. Aber sie ist ein tolles Mädchen. Das habe ich sofort gespürt. Ich würde gern kurz mit Ihnen sprechen, Frau Wiesgott. Sie müssen verzeihen, wir waren in dem Zimmer. Wir hatten Sorge, Sie haben nicht geöffnet. Frau Dreiser hat das Zimmer aufgeschlossen. Und ich habe auf diesem kleinen Tisch eine Schachtel Medikamente gesehen. Das sind sehr starke Schmerztabletten. Ich nehme an, die hat Ihnen jemand verschrieben. Ja. Ein Arzt aus dem Hospital Santa Angela in Barcelona. Frau Wiesgott, wir haben alarmierende, wirklich alarmierende Proteinwerte in Ihrem Urin festgestellt. Ich nehme an, Sie kennen Ihre Diagnose, ne? Ich leide unter einer Amyloidose. Ich vermute eine systemische Amyloidose. Erst vernarbt meine Niere und dann die anderen Organe. Es gibt kein Gegenmittel, keine Therapie und ich werde daran sterben. Je nach Verlauf der Krankheit in 2 bis 3 Monaten. So in etwa? Ja, so in etwa. Ich nehme an, Ihre Niere wurde biopsiert. Mhm. Okay. Andere Organe schon betroffen? Nein, aber es ist nur eine Frage der Zeit, sagen die Ärzte. Oder? Ja. Deswegen habe ich für morgen früh einen Termin zu einer Dialyse im Krankenhaus in Hall vereinbart. Morgen? Wir müssen Ihre Niere dringend entlasten, Frau Wiesgott. Aber die Ärzte haben gesagt, dass die Krankheit schreitet schneller voran als erwartet. Ist es das? Ja. Frau Wiesgott, warum haben Sie mir das heute Vormittag nicht gesagt? Weil ich nicht wusste, ob ich Ihnen vertrauen kann. Warum? Weil Sie meine Mutter kennen. Und? Ich will nicht, dass die beiden... Ich will nicht, dass Jenny davon erfährt. Okay? Sie soll das nicht erfahren? Schauen Sie, dass ich hier auftauche... Sorgt schon für genug Unruhe in Jennys Leben.
Als ich vor 6 Wochen die Diagnose bekommen habe, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so allein gefühlt. Und da habe ich vermutlich zum ersten Mal wirklich kapiert, was ich meiner Tochter angetan habe, als ich gegangen bin. Ich weiß nicht, ob sie meine Entschuldigung annehmen wird. Aber ich will es zumindest versucht haben. Ich verstehe. Ich kann davon ausgehen, dass Sie sich morgen bitte um 8 Uhr in der Früh im Klinikum Heil bei Dr. Kahnweiler melden. Ja, können Sie. Gut. Dr. Kahnweiler, ja? Guten Tag, Frau Wiesgott. Guten Tag. Hallo, Marie. Hallo, Mama. Weißt du, Marie, als du damals von hier weg bist, und ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt klar ist, Jenny wäre beinahe gestorben vor Kummer. Sie hat nichts mehr gesagt und nichts mehr gegessen. Aber Gott sei Dank erinnert sich Jenny nicht mehr an diese Zeit. Und ich werde ganz bestimmt nicht zulassen, dass du der Kleinen ein zweites Mal das Herz brichst. Hörst du? Aber wenn ich nicht gegangen wäre, dann wäre ich gestorben, Mama. Und das weißt du auch. Du hast mich erstickt mit deinen ständigen Plänen, die du für mich gemacht hast. Lern das, lern dies, lern das, mach das. Das ist wichtig für die Firma, für diese verdammte Firma. Ach, du meinst die Firma, die dir damals das Startkapital für deine Strandbude vorgeschossen hat, ja? Ja? Jeden verdammten Tag hast du mir vorgehalten, was ich falsch mache. Dass ich zu faul bin, dass ich zu egoistisch bin, dass ich eine schlechte Mutter bin. Denkst du, das hinterlässt keine Spuren? Bezahle deine Schulden von dem Strandkiosk ab. Mach Urlaub oder kauf dir ein Auto. Oder wonach dir auch immer gelüstet in deinem ach so freien Leben. Aber bitte, lass dich hier nie wieder blicken. Ich werde erst gehen, wenn ich mit Jenny gesprochen habe. Nicht solange ich ihr Vormund bin, Marie. Weißt du, der Strandkiosk, wie du meine Bar so unverwechselbar liebevoll nennst, hat mittlerweile 6 Filialen. Und jede dieser Filialen arbeitet hochprofitabel. Ich werde mit meiner Tochter reden. Frau Wiesgott, alles in Ordnung? Natürlich, was sollte nicht in Ordnung sein, Doktor? Und darf ich Sie bitten, Doktor, uns zu folgen? Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie Jenny anschauen. Wenn Sie mich fragen, hat sie einen regelrechten Schock erlitten. Ja, soweit alles in Ordnung, Blutdruck okay. Na, erschrocken wahrscheinlich, ne? Ja, kann man wohl sagen. Was machst du denn jetzt? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ich meine, sie ist meine Mutter, okay, aber ich kenne sie doch überhaupt nicht. Ich weiß nur, was die Oma über sie erzählt hat. Ja. Vielleicht ist sie ja deswegen gekommen, damit sie dich kennenlernen kann. Naja, zumindest eine Frage hätte ich an sie. Okay. Was für eine? Warum sie sich nie gemeldet hat. Das ist eine gute Frage. Du würdest sie gern treffen. Ja. Aber die Oma hat gesagt, dass sie notfalls sogar einen Anwalt auf meine Mutter hetzen wird. Und sie trifft dann nie unten im Gasthof? Da sind ständig Leute, die mich kennen. Und der Laden ist direkt um die Ecke. Ich meine, ich will die Oma ja nicht anlügen. Aber es ist wirklich besser, wenn sie das nicht erfährt. Ja, kann mir vorstellen. Na gut, man könnte es natürlich anders machen. Ich lasse mir was einfallen, okay? Das hört sich gut an. Ist aber schon klar, dass sie dein Leben etwas verändern wird. Ja. Na dann. Tschüss. Tschüss.
Hi. Hey, schau mal, ich hab eine Flasche Rotwein gefunden zu Hause. Ist, die... Anne? Nicht der übliche Willkommenszirkus? Was ist passiert? Das ist meine Frage. Mein Vater war kurz hier. Ja, kurz ist gut. Er sagt, Susanne und du hätten eine Affäre. Ich habe doch keine Affäre mit Susanne. Also hat er gelogen. Martin? Anne, du weißt doch, ich bin ab und zu bei Susanne, weil ich versuche gerade, das Ding zwischen Susanne und Hans irgendwie hinzukriegen, ganz dezent, damit das alles funktioniert. Und da war ich ein paar Mal da, aber die Geschichte kennst du doch. Er sagt, er hat euch gesehen. Gestern Abend im Gasthof. War wohl eindeutig. Ha? Was hat er denn gesehen? Ja, was hat er denn gesehen? Ich... Wahrscheinlich hat er... Wahrscheinlich hat er gesehen, dass wir uns geküsst haben. Ich war da, wir haben einen Schnaps getrunken, dann haben wir noch einen getrunken und ich glaube, dann haben wir noch einen dritten getrunken, dann haben wir uns geküsst. Es war ein Kuss, Anne, es war ein... Anne, bitte. Also, nur damit ich das richtig verstehe, nach dem, was du mir gestern in der Küche gesagt hast, bin ich rausgegangen und habe meinen Vater vor die Tür gesetzt. Und währenddessen küsst du Susanne? Sag mal, geht's noch? Anne, es war ein Kuss und es war ein Riesenfehler. Das sagt Susanne auch. Ach, das sagt Susanne auch? Ja. Heute in der Praxis, da erzählst du mir irgendwas von der letzten Chance in der Beziehung, gibst mir ständig das Gefühl, dass ich an allem schuld bin. Das ist wohl nicht dein Ernst und in Wirklichkeit küsst du Susanne? Martin Grube hier. Ich wusste nicht, ob ich richtig gewählt habe. Hör mal, kannst du sprechen? Steffi, hi. Nein, kein Problem. Die Oma steht total drauf, wenn ich um die Uhrzeit schon telefoniere. Pass auf.
Ich habe mir Folgendes überlegt. Mein Bruder würde dich von der Schule abholen und dich auf den Hof bringen. Ich würde dafür sorgen, dass deine Mutter in der Zwischenzeit auch schon hier ist. Und dann könntet ihr euch hier treffen. Also wenn du deine Mama immer noch sehen willst. Doch, natürlich das. Das ist eine super coole Idee, Steffi. Du, ich habe allerdings nach der Schule noch Reitunterricht am Brunnerhof. Kann deine Mutter mich da abholen? Super. Okay, bis dann. Ciao. Was hast du denn vor mit der Steffi? Ach, wir wollen noch mit ihrer Mutter in die Stadt ihr einen neuen Bikini kaufen. Guten Morgen, Herr Riedl. Guten Morgen, Frau Wies. Morgen. Servus. Tschüss, Jenny. Bitte holen Sie Jenny direkt nach dem Reitunterricht, ja? Besser, wir halten ein Auge auf Sie in nächster Zeit. Gut? Natürlich, kein Problem. Morgen. Morgen. Na, Großer, wie ist? Schule scheiße, sonst alles super. So soll's sein. Mach keinen Scheiß. So, schönen Tag dir. Tschüss. Morgen. Na, alles gut? Geht so. Ist Frau Wiesko schon wach? Ja. Was für ein schöner Anblick. Der Gruber Martin und die Dreiseitel Susanne. Da geht mir ja das Herz auf. Ich werde nachher meine Sachen zusammenpacken. Nur, dass du Bescheid weißt wegen dem Zimmer. Arthur, mach dir keine Illusionen. Die Anne wird deswegen ihre Meinung nicht ändern. Nicht deswegen. Das werden wir nachher schon sehen. Gruber Martin. Mann, ich weiß, wie ich heiße. Und was war das jetzt? Der hat Anne von uns erzählt. Uns? Oh. Was hat sie gesagt? Sie freut sich total, dass wir uns so gut verstehen. Ich sag mal so, das Gespräch verlief nicht ganz friktionsfrei, aber ich krieg das hin. Aber sag mal, Arthur würde doch nicht zum Hans gehen und es ihm auch sagen, oder? Hast du Angst? Ja. Susanne, der Typ hat ein Problem mit mir und nicht mit Hans und deswegen geht er nicht zu Hans. Muss dir keine Sorgen, ja? Herr Dr. Gruber, ich... Oh, Wiesgott, ich wollte gerade zu Ihnen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich in die Klinik komme. Ja, aber deswegen bin ich gar nicht hier. Ihre Tochter, hat gesagt, sie möchte Sie gern sehen. Was ist denn los mit ihr? Was? Aber das hat sie wirklich gesagt. Frau Wiesgott. Oh. Darf ich mal? Sie haben hohes Fieber, Frau Wiesgott. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Komm. Das ist mal das Kiss mit diesem Drecksteil. Ach, das noch. Was willst denn du hier? Ich dachte, wir können vielleicht das Gespräch von gestern fortsetzen. Also erstens, der Martin hat keine Affäre mit der Susanne. Und zweitens, vergiss es einfach. Schau mir mal den Motor an, ja? So haben Sie noch knapp eine Stunde. Haben Sie es denn bald geschafft, Frau Wiesgott? Und wann wissen wir, ob die Dialyse angeschlagen hat? Ungefähr 1 bis 2 Stunden nach der Blutwäsche, wenn die entsprechenden Nierenwerte vorliegen. Wir haben auch die Laborergebnisse von der Blutabnahme vorhin bekommen. Sie sind nicht gut ausgefallen, oder? Nein. Die Funktion ihrer Nieren ist schon stärker eingeschränkt, als wir gedacht haben. Aber auf die weiteren Befunde müssen wir noch warten. Aber wie gesagt, mehr können wir erst sagen, wenn die entsprechenden Tests durchgelaufen sind. Aber wenn wir hier fertig sind, dann kann ich doch Jenny sehen. Oder? Bitte. Wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Dr. Gruber. Martin, ich bräuchte dich mal kurz. Wenn Sie nach der Dialyse stabil genug sind, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann können Sie Ihre Tochter sehen. Okay? Martin, wir haben hier die Diagnose einer primären systemischen Amyloidose, richtig? Naja, das haben die Kollegen in Spanien schon bestätigt. Die haben die Niere auch schon biopsiert. Zum Glück konnte der Kollege besser Deutsch als ich Spanisch. Also wenn wir von einer systemischen Amyloidose ausgehen, wie kann es dann sein, dass die anderen Organsysteme komplett makellos sind? Ich habe keine Ahnung, Alexander. Hier ist alles in Ordnung, keine einzelne Abweichung. Wenn Ihre Niere so stark betroffen ist, dann... Dann müsste sie wenigstens woanders zumindest eine beginnende Vernarbung zeigen, ja? Es sei denn... Es sei denn, wir haben es hier mit einer extrem seltenen Form der sekundären Amyloidose zu tun.
Also pass auf. Sobald sie mit der Dialyse fertig ist, dann machen wir einen CT und eine Biopsie von Schleimhaut und Fettgewebe, okay? Ja, sagst du es ihr? Ich meine Hoffnung, du weißt. Ja, ja. Erst wenn wir sicher sind. Die Sache mit der Hoffnung ist hier ein bisschen schwierig, komm. Servus. Hi. Hallo. Hast du einen Moment? Ja, klar. Was gibt's? Gestern Abend, nachdem ich zu Hause war, da habe ich SMS bekommen von der Mia. Aha. Ist ja völlig egal, das mit der SMS. Das ist total unwichtig. Ich habe mit der Mia geschlafen. Neulich, nachdem du mit mir Schluss gemacht hast. Wow. Das kommt jetzt ziemlich überraschend. Ja, ich war sauer. War verletzt. Gekränkt. War betrunken. Also, und dann ist es halt passiert. Aber es hat überhaupt nichts zu bedeuten gehabt. Wirklich nicht das Geringste. Susanne, ich möchte wirklich, dass es wieder klappt mit uns beiden. Und deswegen wollte ich dir das sagen. Damit es keine Geheimnisse mehr gibt zwischen uns. Hans, wir machen alle Fehler. Du mit mir und ich. Ich kann's sicher auch. Ständig. Aber, dass du es mir gesagt hast, das rechne ich dir hoch an. Dann gibst du uns also noch eine Chance? Vielleicht könnt ihr ab und zu mal in einem der Gästezimmer schlafen. Dass wir mal wieder gemeinsam frühstücken. Als Familie. Schöne Idee. Ein Schritt nach dem anderen, okay? Und ich lasse dir alle Zeit der Welt. Versprochen. Ja gut, dann. Ich muss dann wieder los. Rufst du mich später an? Ganz bestimmt. Wieder nichts. Nee, keine Anzeichen einer beginnenden Vernarbung bei keinem ihrer Organe außer der Niere. Ja? Aus dem Labor. Ah, danke. Frau Wiskott, wir sind ja soweit fertig. Die Schwester, die jetzt reinkommt, die wird es wieder auf ihr Zimmer bringen, ja? Vielen Dank. Bis gleich. Biopsie von Schleimhaut und Fettgewebe. Beides eindeutig negativ. Okay. Dann ist es also tatsächlich eine sekundäre, ausschließlich renale Amyloidose. Ja, sprich mit anderen Worten, wir brauchen dringend eine Spenderniere. Ansonsten ist sie chancenlos. Wie viel Zeit gewinnen wir mit einer Cortisontherapie? Nicht viel. Ohne Transplantation hat sie keine Chance. Und die Dringlichkeitsliste bei Eurotransplant ist ewig. Aber sagtest du nicht, sie haben eine Familie? Da wird sie doch einen Spender finden. Die Mutter hat eine Herzinsuffizienz und wird daher bei der OP zu einer Hochrisikopatientin. Die Tochter ist minderjährig. Ist fraglich, ob sie überhaupt die Einwilligung der Großmutter bekommt oder ob sie überhaupt selber zustimmen will. Aber wenn die Mutter doch eine Niere braucht, sie doch ihrer Tochter nicht verweigern. Das ist ihre letzte Hoffnung. Alexander, Hoffnung wird in dieser Familie etwas anders buchstabiert. Das ist sehr schwierig. Aber zumindest macht sie ihr Mut. Ja. Frau Wiskott wird jetzt ihre Tochter nach 10 Jahren jetzt mal wiedersehen. Und ich möchte nicht, dass sie mit dem Thema Organspende in ihrem Kopf rumläuft. Verstehst du, was ich meine? Da stimme ich dir zu. Aber dann sage ich es dir später. Aber zumindest werde ich sie trotzdem auf die Liste von Eurotransplant setzen. Das ist eine gute Idee.
Marie. Servus. Lang ist her, hä? Ja. Kann man wohl sagen. Das ist okay? Kommen Sie. Ich muss dann gleich wieder in die Praxis zurück. Ja, ich pass schon auf. Hallo. Hallo. Danke, dass du gekommen bist. Soweit ich mich erinnere, war es meine Idee. Wollen wir uns setzen? Mir ist die ganze Aufregung wohl ein bisschen auf den Magen geschlagen. Ja. Also fangen wir vielleicht mit einer Kleinigkeit an. Du kannst mich duzen, Marie. Können wir damit vielleicht erstmal warten? Klar. Du erinnerst dich vermutlich nicht mehr an mich, oder? Ich habe nur ein paar alte Fotos von ihm gesehen. Und auf denen erkenne ich weder mich noch die Frau neben mir. Aber ist schon okay. Am Anfang war es zwar komisch, dass ich die Einzige in der Klasse ohne Eltern war, aber ich habe mich wohl ganz gut daran gewöhnt, denke ich. Es war nicht richtig, dass ich gegangen bin. Das habe ich leider viel zu spät gemerkt. Ich möchte, dass du weißt, dass ich das niemals hätte tun dürfen. Und warum haben sie es getan? Du willst vermutlich eine ehrliche Antwort, oder? Sonst wäre ich nicht hier. Es ist so, dass als ich kapiert habe, dass ich mit meinem Leben in einer kompletten Sackgasse gelandet bin und hier raus muss, da war mir auch sofort klar, dass ich dich nicht mitnehmen werde. Und wieso? Weil schon seit deiner Geburt habe ich das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein Missverständnis ist. Dass ich plötzlich Mutter war, das hat sich einfach nie richtig angefühlt. Es war einfach zu früh, verstehst du? Ich war gerade mal ein bisschen älter als du. Stell dir vor, du kriegst in 2, 3 Jahren ein Kind. Gott bewahre. Ich hab's auch versucht mit uns beiden. Aber es... Ich hab's einfach nicht geschafft. Und warum haben Sie nie geschrieben? Irgendeine blöde Karte zum Geburtstag? Vielleicht hätte ich mich ja gefreut. Ich dachte, es wäre besser so. Und jetzt? Fühlt es sich jetzt auch noch wie ein Missverständnis an? Mit Ihnen und mir? Es ist wirklich blöd, wenn wir uns sitzen. Jenny. Marie. Ja, das ist okay. Gut, danke schön. Können Sie weitergehen? Ja, gerne. Danke. Und wo ist sie? Sie war schon weg, wie ich zur Reithalle gekommen bin. Sie geht nicht dran.
machen wir, dass sie wirklich nur mit der Steffi unterwegs ist. Und wie schnell wird Marie Wiesgott eine neue Niere brauchen? Naja, die Dialyse hat auch schon kaum was gebracht. Kandel hat die Ergebnisse herübergefunkt. Wenn die Nierenfunktion weiter so abbaut, dann wird es ohne Transplantation nur noch ein paar Tage schaffen. Was sagt Eurotransplant? Dasselbe. Die Liste ist ewig lang und die Chancen dementsprechend schlecht. Also wenn Hanna Wiesgott wegen ihrem Herzen ausfällt, dann... Dann bleibt nur noch Jenny als Spenderin übrig. Sechs Bars. Wow. Stimmt für Arbeit, oder? Ja, ich hab's gar nicht so groß geplant, aber irgendwie mögen die Leute mein Konzept. Habe ich eigentlich irgendwelche Halbgeschwister? Nein. Das Thema Kinder hat sich für mich erledigt nach deiner Geburt. Na, dann habe ich ja ziemliches Glück, dass ich ein Unfall war. War ich doch, oder? Ja. Sag mal, habt ihr immer noch diese 10 Tage Pfingstferien? Ja, zum Glück nächste Woche schon. Du meinst? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich besuchen kommst. Und du denkst nicht, dass es nicht ein bisschen schnell geht? Denk drüber nach. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ehrlich. Oh. Alles in Ordnung? Ja. Das muss die Aufregung sein. Das war schön, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben. Ja, finde ich auch. Darf ich dich umarmen? Ja. Aha. Da scheint ja alles in Ordnung zu sein. Sieht doch ganz gut aus. Du, ich habe übrigens der Susanne von der Mia erzählt. Ach, und wie sie darauf reagiert? Ich glaube, die war ziemlich beeindruckt, ehrlich gesagt. Also jedenfalls, es scheint, als ob sie uns nur eine Chance geben will. Vielen Dank. Dankeschön. Und, wie war es mit der Steffi? Sie hat einen super Bikini gefunden, der an der Seite noch mal so abgenäht ist. Wie heißt es noch? Mit einem innenliegenden Faden? Respekt. Du hast dir das tatsächlich gemerkt. Sag, wenn ich schon im Sommer nicht mit der Lena zelten darf und im Betrieb arbeite, in den Pfingstferien, meinst du nicht, wir könnten da einfach mal wegfahren? Und wohin? Keine Ahnung, aber mit dem schönen Wetter den ganzen Tag im Entwurf sitzen und da reinschnuppern kann ich immer noch irgendwann. Guten Tag, Frau Wiesgott. Hallo. Hi, Jenny. Ich würde Sie gerne sprechen und dafür Augen, wenn es geht. Ja, bitte. Kommen Sie in mein Büro. Auch wenn zu Pfingsten das Wetter schön ist, es bleibt dabei, was wir ausgemacht haben, ja? Bitte, Doktor. Ich komme. Wie war's? Cool. Fein. Sie meinen, Marie wird also sterben an dieser Krankheit? Ja. So wie nicht schnellstmöglich einen geeigneten Spender finden, wobei wir die letzte Chance natürlich eigentlich nur darin sehen, dass ein naher Verwandter spendet. Sie meinen, dass ich? Nein, Frau Wiesgott. Sie kommen leider nicht in Frage aufgrund Ihrer Herzinsuffizienz. Dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Sie überhaupt hier sind. Nein. Jenny kommt als Spenderin in Frage.
Sehen Sie, ich wusste es doch. Was wussten Sie? Die denken doch nicht wirklich, dass Marie hier zufällig aufgetaucht ist. Nein, das denke ich nicht. Ich denke, dass Marie in Barcelona eine tödliche Diagnose erhalten hat und daraufhin beschlossen hat, ihre Tochter noch einmal zu sehen, bevor sie stirbt. Das denke ich. Sie verstehen es wirklich nicht. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Marie hier ist. Weil sie wusste, dass sie eine Spendenniere braucht. Da darf ich Sie korrigieren, Frau Wiskott. Das entspricht nicht der Tatsache. Wir konnten erst heute Morgen die ursprüngliche Diagnose unserer spanischen Kollegen korrigieren, wobei die noch nicht mal einen Fehler gemacht haben. Es ist statistisch extrem unwahrscheinlich, dass nach einer solchen Erstdiagnose ein solcher Krankheitsverlauf eintritt. Das heißt, eine weitere Folge, dass Marie, ihre Tochter, zum Zeitpunkt der Abreise aus Barcelona gar nicht wissen konnte, dass für sie jemals eine Transplantation in Frage kommt. Frau Wiskott, wir können das Leben ihrer Tochter retten. Und deswegen bitte ich Sie inständig mit Jenny über diese Spende zu sprechen. Auf gar keinen Fall. Ich werde das niemals erlauben. Warum nicht? Jenny hat zumindest das Recht zu erfahren, dass sie das Leben ihrer Mutter retten kann. Marie spielt aber in Jennys Leben keine Rolle, Dr. Gruber. Ich weiß. Weil sie es verhindern. Dann wären wir jetzt fertig, ja? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Mama! Warte, du musst sofort kommen. Hallo, Marie. Ja, der Marie geht's gar nicht gut. Okay, dann ruf einen Krankenwagen. Sie muss so schnell wie möglich in die Klinik. Ist kaum mehr ansprechbar. Ja, du, ich bin jetzt unterwegs. Sie kann auch nichts machen. Ruf den Krankenwagen und die muss einfach schnell. Sie muss in die Klinik, ja. Gut, danke dir. Ciao. Es ging um meine Mutter, oder? Ja. Wir müssen bei ihr ein paar Untersuchungen machen im Krankenhaus. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich muss los. Da bist du zu deiner Mutter? Ich glaube, ihr geht's nicht gut. Dr. Gruber hat gesagt, sie muss ins Krankenhaus. Wenn ich mich beeile, schaffe ich den letzten Bus noch. Jenny! Jenny! Wo will sie denn jetzt schon wieder hin? Ach, die Marie, die ist offenbar krank. Ja, ich weiß. Und? Sie hat also ihre Mutter getroffen. Ja, nach der Reitstunde. Und Sie haben das nicht verhindert, sehe ich das richtig? Ich habe mir gedacht, Sie sollten sich sehen. Und wer genau hat Sie dazu ermächtigt, das zu denken? Ich etwa? Ich habe noch 2 Telefonate zu erledigen und dann bitte ich Sie, mich sofort zu Jenny zu bringen. Und morgen erwarte ich Ihre Kündigung auf dem Tisch. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich kann überleben, theoretisch und praktisch. Praktisch wird meine Mutter Jenny nie erlauben, eine Niere zu spenden. So stellt es sich im Moment dar, ja. Und wie lange? Ich meine. Vermutlich 3 Tage. Und dann werden Sie in ein Koma fallen. Lass mich dann nicht mehr erwachen. Ich will nicht, dass Jenny spendet. Alles gut so. Dr. Gruber. Ich bin dann draußen. Ist das nicht nur die Aufregung, die auf den Magen geschlagen ist, oder? Nein. Komm her. Weißt du, Jenny, der Grund, warum ich gerade jetzt hier aufgetaucht bin,
Vor 6 Wochen haben die Ärzte in Barcelona bei mir eine schwere Krankheit festgestellt. Aber du wirst doch daran nicht sterben, oder? Doch. Ich werde daran sterben. Was? Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dir zu helfen. Wir müssen uns damit abfinden. Ich will das aber nicht. Ich will mich nicht damit abfinden. Weißt du, Jenny, ich will dich sogar zu mir nach Barcelona einladen. Ich will, dass du siehst, was ich mache, dass du meine Freunde kennenlernst und dir vielleicht auch denkst, wow, meine Mutter hat zwar nicht alle Tassen im Schrank, aber sie war vielleicht gar nicht so uncool. Und wenn ich dich besucht hätte und wieder nach Hause gefahren wäre, hättest du es mir dann gesagt? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt wollte ich dir genau das hier ersparen. Na toll. Und was ich dazu sage, ist dir egal, ja? Hast du einmal nachgedacht, wie es mir dabei geht? Du kommst ja nach all den Jahren und machst eine noch tolle Mutter und in Wahrheit weißt du die ganze Zeit, dass du verdammt nochmal sterben wirst? Jenny. Ich rede mit dir. Sagen Sie nichts von der Organspende. Können wir nach Hause fahren? Natürlich, mein Schatz. Ich bin sofort bei dir, ja? Dr. Gruber. Frau Wiesgott. Ich hoffe zu Ihrem eigenen Besten, dass Sie Jenny nicht erzählt haben, dass Sie als Spenderin in Frage kommen. Nein, das... Das habe ich nicht. Gut. Du bist ja immer noch da. Ja. Was haben die von der Bank gesagt? Die verlängern den Vertrag zu denselben Konditionen. Sehr gut. Das war übrigens nur ein verstopfter Dieselfilter. Kein Wunder, dass er nicht angefangen ist. Dieselfilter. Merke ich mir. Ich war beim Häusler Michael. Und was wolltest du von dem alten kleinen Kurs? Seine Frau und er fahren 3 Monate in Urlaub und ich habe den Schlüssel für die Jagdhütte geholt. Für die Jagdhütte? Ja, da gibt's alles, was man zum Leben braucht. Wie? Du willst mich auf die Jagdhütte vom alten Häusler abschieben? Ich will dich nicht abschieben, Papa. Ich habe dir eine Unterkunft besorgt. Kannst dort einziehen oder nicht, wie du magst. Aber hier kannst du nicht wohnen. Ich bin dein Vater, Anne. Ich weiß. Und das wirst du auch immer sein. Aber wir müssen jetzt einfach alle durchschnaufen. Und dann kannst du doch kommen und kannst uns besuchen. Ja, besuchen? Ja. Das ist besser für uns alle. Der wird dich unglücklich machen. Anne, wann begreifst du das endlich? Es ist nicht Martin, der mich unglücklich macht, Papa. Ich hole jetzt besser wieder. Wir sind noch lange nicht fertig mit der Nummer. Gruber, Martin.
Prospekt, hast du es durchgezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass du Kurs hältst. Scheiß Tag. Hm. Dieser Kuss. Hat Susanne damit angefangen oder du? Anne, bitte. Es ist mir wichtig. Ich mag Susanne. Es ist nicht so, dass ich jetzt zu ihr fahre und ihr die Augen auskratze oder so. Was macht's denn für einen Unterschied, Anne? Es macht einen Riesenunterschied. Aber die beiden probieren's wieder miteinander und ich bin hier. Und das ist wichtig. Es war nichts. Besser wieder? Nein, eigentlich nicht. Tut mir übrigens leid, dass ich dich angelogen habe. Schon gut. Können wir noch mal ins Krankenhaus fahren? Die Mama, sie fühlt sich bestimmt für mich allein. Morgen nach der Schule. Okay? Das ist immer nicht fair. Alexander. Martin, medizinisch gesehen komme ich mit keiner guten Nachricht. Die Nierenfunktion deiner Patientin Frau Wieskott hat sich trotz der Cortisontherapie extrem verschlechtert. Okay, das ist gar nicht gut. Das heißt, es geht dem Ende entgegen. Verdammt. Okay, was ist nicht medizinisch gesehen? Juristisch fragen wir besser Frau Dr. Fenrich. Moment. Dr. Gruber? Dr. Fenrich. Es geht um die Organspende. Wie Sie wissen, bin ich als Leiterin der Klinik auch Mitglied der Ethikkommission. Das ist ja die Instanz, die dann beginnt, wenn das Gesetz aufhört, ne? Dr. Kahnweiler hat mir gestern Abend von ihrer Patientin erzählt. Und von deren minderjähriger Tochter, die als einzige Spenderin möglich ist. Ja, und? Wir hatten neulich in der Kommission einen Fall zu beraten. Es ging um einen 16-jährigen Jungen, der für seine Mutter einen Lungenflügel spenden wollte. Die Eltern waren geschieden, der Junge lebte bei seiner Mutter, aber der Vater verweigerte die Einwilligung. Daraufhin haben der Junge und seine Mutter die Kommission einberufen. Um es kurz zu machen, die Kommission hat mit 9-3 Stimmen im Sinne des Jungen entschieden. Die Transplantation fand statt, die Mutter wurde gerettet und beiden geht es gut. Naja, der Junge war 16, aber Ginny ist erst 14 und das wird der Unterschied sein. Leider. Da irren Sie. In den Beratungen ging es nicht um das Alter des Spenders, sondern darum, seine Mündigkeit zu überprüfen. Ob er der Entscheidung intellektuell gewachsen war. Aha. Das heißt, wenn die Kommission Jenny diese Mündigkeit zuspricht, dann kommt sie eindeutig als Spenderin in Frage. Ob ihre Mutter natürlich der Spende zustimmt, das steht auf einem anderen Blatt. Alles klar, ich habe verstanden. Dr. Fenrich.
dachte eigentlich, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Glauben Sie mich jetzt auch gern anders. Aber ich musste mal mit Ihnen sprechen und mit Jenny. Und darüber? Darüber, dass Sie Ihre Mutter eine Niere spenden soll? Dr. Gruber, es geht mir wirklich nahe, dass es Marie so schlecht geht, wirklich. Aber Jenny ist 14. Ich bin verantwortlich für sie. Ich bin es, die sie beschützen muss. Und wenn ihr bei der OP was zustößt, es geht einfach nicht. Hi. Was geht nicht? Hat das was mit der Mama zu tun? Jenny, wir können deiner Mama mit Medikamenten leider nicht mehr helfen, aber... Aber Sie haben doch gesagt, dass sie stirbt. Ja, das habe ich wohl gesagt. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, und zwar die einer Transplantation. Sie muss also nicht sterben? Wenn wir früh genug einen Spender finden, dann nicht. Wir haben nur sehr, sehr wenig Zeit, Jenny. Das heißt, deine Großmutter kommt aufgrund ihrer Herzprobleme als Spender nicht in Frage. Das heißt, du wärst die Einzige, die übrig bleibt. Keine Sorge, mein Schatz, ich würde es sowieso nicht erlauben. Das steht im Moment aber überhaupt nicht zur Debatte, Frau Wiesgott. Du könntest dich in der Klinik an die Ethikkommission wenden und die würde dann prüfen, ob sie dich als Spenderin zulassen. Und ich denke, so wie es aussieht, hättest du da gute Chancen. Und wenn Sie wollen, können Sie sich gerne in der Klinik erkundigen und es sich bestätigen lassen, ja? Denn ich will dir da gar nichts vormachen. Das ist eine sehr... Das ist eine schwerwiegende OP. Wenn alles gut läuft und davon gehen wir aus, dann wirst du dein Leben genauso weiterleben wie bisher. Es könnte aber auch sein, dass du nach der OP dein Leben lang Medikamente nehmen musst. Und es gibt natürlich auch gewisse Risiken bei der Entnahme-OP, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Bitte, Schatz. Jenny, was denkst du? Besser, ich schluck mein Leben lang Tabletten, als dass sie stirbt, oder? Jenny, du wirst doch dein Leben nicht für diese Frau riskieren. Diese Frau ist meine Mutter, Oma. Nein, das ist sie ganz bestimmt nicht. Sie war einmal deine Mutter. Eine Mutter, die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen ist. Ach ja, und du? Du bist auch eine Mutter und du kümmerst dich kein bisschen um deine Tochter. Sterben lässt du sie, also kommst du deiner Verantwortung genauso wenig nach. Meine Kündigung. Wie besprochen. Aber Sie können doch nicht kündigen. Deine Großmutter kann das. Mach's gut, Kleine. Weißt du, was ich mittlerweile glaube? Nicht die Mama hat alles kaputt gemacht, wie du immer behauptet hast. Du bist die, die alles kaputt macht. Können Sie mich ins Krankenhaus fahren? Ich will sofort mit meiner Mutter sprechen. Können Sie mich rüber in die Firma fahren? Natürlich. Haben unsere Marie. Wir waren so glücklich. Ich
Ich habe mir geschworen, dass ich es ohne meinen Mann schaffe. Die Firma zu leiten und Mutter zu sein. Aber die bittere Wahrheit ist, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe wohl alles falsch gemacht. Nein, nein. In letzter Zeit vielleicht ein bisschen. Aber Sie waren eine großartige Mutter für Jenny. Und das weiß sie auch. Das hoffe ich. Aber ich war eine miserable Mutter für Marie. Ich hoffe, Sie verzeihen mir diesen Unsinn mit der Kündigung, Karl. Frau Fiskert, wir kennen uns jetzt über 30 Jahre. Und da lernt man Ihnen zu verzeihen. Verzeihen. Aber Dr. Gruber hat mir alles erklärt. Ich weiß, dass es ein gewisses Risiko für mich gibt und ich bin bereit, es einzugehen. Für uns, Mama. Es geht aber nicht. Jenny, ich kann das nicht zulassen. Verstehst du? Und dann was? Dann schreibe ich auf deinen Grabstein, schade, dass wir uns nur 2 Tage kannten? Jenny. Ist doch meine Mama. Lass dich nicht sterben. Bitte. Lass mich nicht noch mal allein. Dr. Gruber, außen wartet eine Frau Wiesgott auf Sie. Dr. Gruber. Wiesgott. Ich würde gerne mit meiner Tochter sprechen. Ich verstehe. Gut, aber falls Sie Ihre Einwilligung doch noch geben wollen, das macht keinen Sinn, denn Ihre Tochter lehnt die Spende von Jenny sowieso ab. Sehr gut. Wie meinen Sie? Ich werde nämlich spenden. Aber Frau Wiesgott, aufgrund Ihrer... Ich habe mich entschieden. Und jetzt möchte ich zu Marie. Mama. Hallo, Mai. Was willst du hier? Dich um Verzeihung bitten. Das musst du nicht. Oh, doch. Kannst du dich erinnern? Beim Rauchen, ob ich sterbe. Die 2 Monate Hausarrest und den Privatlehrer, den du in der Zeit für mich eingestellt hast? Ich hatte immer das Gefühl, dass ich dich beschützen muss. Du hast deinen Dickkopf immer durchgesetzt und getan, was du wolltest. Leider war das nicht immer gut für dich. Deshalb habe ich gedacht, dass ich für dich entscheiden muss, was richtig für dich ist. Leider habe ich damit nur erreicht, dass dein Hass auf mich immer größer wurde. Ich habe dich nicht gehasst. Ich habe damals nur gedacht, dass ich es tue. Es tut mir so leid. Sag das bitte, Jenny. Das wirst du schön selber sagen, wenn du wieder gesund bist. Ich werde für dich spenden. Aber die OP, das kann dich umbringen. Das ist viel zu gefährlich. Versuch nicht, mich davon abzuhalten. Es wird dir nämlich nicht gelingen, wie du dir sicher denken kannst.
sollte ich die OP nicht überleben, würdest du dann zurückkehren und die Firma übernehmen? Die Firma? Traust du mir das denn zu? Es gibt uns über 200 Jahre. Man trägt eine große Verantwortung für die Mitarbeiter und auch für die Familie. Das kann eine große Last sein. Aber ich bin ganz sicher, dass du das kannst. Mama, du musst das hier nicht tun. Marie, du bist jetzt eine Mutter. Und ich fürchte, dass du zukünftig lernen musst, etwas pragmatischer zu sein, wenn es um deine Tochter geht. Hm? Aber das ist doch vollkommen verrückt. Wenn ich spenden würde, würden wir alle überleben. Und jetzt bringt sich die Oma um? Ja, so, aber die Oma bringt sie nicht um. Sie hat im Vergleich zu dir ein natürlich etwas höheres Risiko. Du weißt, warum sie es macht? Weil sie so stur ist. Weil du ihr die Augen geöffnet hast. Wenn eine Mutter ihre Tochter das Leben retten kann, dann schickt sie nicht die Enkelin vor. Wie groß sind denn ihre Chancen, dass sie die Operation überlebt? Mach dir keine Sorgen. Das klappt schon. Effi? Klar auf 200, Rotschuss. Okay, nochmal, geladen 200, weg vom Tisch, Rotschuss. Alles gut verlaufen, Mama. Wirklich. Du willst wissen, wie es dir Oma geht?
Als ich noch in New York gelebt habe, habe ich es mir genauso vorgestellt. Genauso. Genauso? Mhm. Unterm wilden Wein? Ja, genauso. Er wird doch nie wieder trinken, oder? Nein. Weißt du, dass er ihn umbringen würde? Und außerdem wird er uns beide ja niemals alleine lassen. Arthur J. R. Distelmeier.